Sie ist mehrfache Boxweltmeisterin Niki Adler und ein Superstar in der Szene. Und wir haben sie auch zu unserem Tagesthema befragt, Männer in Frauenberufen und Frauen in Männerberufen. Obwohl sie so gut wie alles gewonnen hat in Sachen Boxen, muss sie auch mit Vorurteilen kämpfen, Niki Adler. Es gibt viele Vorurteile. Frauen können nicht boxen, Frauen können sich nicht durchbeißen, Frauen fliegen gleich K.O., ist nicht bissig. Es wird einfach von oben bis unten permanent unterschätzt. Niki liebt es, wenn vor allem Männer gegen sie antreten. Ist halt witzig. Am Anfang nehmen sie es locker, sie grinsen, dann bekommen sie eine drauf. Die erste, wo es noch locker ist, da grinsen sie weiter und denken sich, ach mei, die Frau halt. Und irgendwann mal kommt mal der Punkt, wo sie mal eine richtig fangen, da werden sie aggressiv, sie werden sauer. Sie zeigen es dir nicht, aber sie knallen zu. Und in dem Moment weißt du, dass du gut getroffen hast. Du musst nur deine Linie weiterhalten. Das heißt, du musst immer wieder treffen, damit sie irgendwann mal denken, puh, okay, sie hat Respekt verdient. Ja, das denke ich mir auch immer. Immer wieder mal treffen bei euch, ja. Niki Adler, für Sie ist ein Boxkampf Frau gegen Frau sowieso viel härter. Also Männer sind diejenigen, die eigentlich schneller K.O. gehen im Kampf als Frauen. Frauen beißen sich durch, also ich habe es auch bei meinen letzten Gegnerinnen gesehen, die beißen sich von Anfang bis Ende durch, egal ob sie bluten, egal ob sie einen Cut haben, sie machen einfach, sie boxen ihr Ding. Es ist schwer mitzuhalten, also es kostet enorm viel Kraft, jemanden auf dem gleichen Niveau zu begegnen. Es entscheidet bis zur letzten Minute alles bei Frauen. Ich merke aber gerade, dass Niki Adler sich also ganz schön hart ist, ne? Also meine Herren. Du musst bei Niki aufpassen. Aber vor allem eins will sie nie aufgeben. Dass man eine Frau bleibt. Schön angezogen, manchmal Kleider anhat. Es ist einfach schön, wenn man als Frau leben darf und trotzdem in diesem Beruf tätig ist. Boxweltmeisterin Niki Adler. Männer in Frauenberufen, Frauen in Männerberufen.